Ali radiallahu anh war zur damaligen Zeit, als er Fatima, also um die Hand halten wollte von Fatima radiallahu anha, war er arm. Er hatte nicht viel. Und man hat ihm gesagt, ja, wie wär's denn, geh doch und heirate. Er hat gesagt, mit was denn, ich habe ja nichts. Ja? Also hat man ihm gesagt, doch, versuch's und so weiter. Also ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, wie Ali radiallahu anh selbst berichtete. Und er hat Fatima geheiratet, bevor wir dann zur Khutuba, zur Verlobung kommen. Und zwar nach Ghazwat Badr, also im zweiten Jahr nach der Hijra. Also Ali radiallahu anh ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Salamu alaikum, alaikum assalam. Und er konnte nicht reden. Der hat kein Wort rausbekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, was ist denn? Der konnte nicht reden. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möchtest du vielleicht um die Hand meiner Tochter anhalten? Da sagte er ja. Dann sagt er, was hast du als Brautgabe? Sagt er, nix. Ich hab nix. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du nicht ein Dir'a, was? Ein Schild, oder? Ja, also nicht so ein, genau, dieses, eine Weste, ja, oder wie man das nennt. Dieses. Bitte? Harnisch. Ja, ja, genau sowas. Genau, genau. So wie heutzutage die kugelsichere Weste, ja, eben aus Leder. Oder von mir aus Metall kann auch sein. Auf jeden Fall, dann sagt er, ja, aber das bringt ja gar kein Geld mehr. Ja? Dann sagt er, kein Problem. Geh es verkaufen und das Geld ist die Brautgabe. Guck mal, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dieser Vater von Fatima, radiallahu anha, wie er es leicht macht. Warum? Er weiß, wer Ali ist, radiallahu anha. Und deswegen die Eltern, besonders die Väter, die sollen gucken, wo sind die potenziellen Ehemänner für meine Tochter. Nicht abwarten, bis es Ehemänner regnet, sondern schau du in deiner Moschee, in deiner Umgebung und so weiter, mashallah. Ja. Und du musst ja, wenn du sagst, ich kann ja nicht jetzt direkt, ja, dann halt um den heißen Brei, dann sagst du mal einem Bruder, guck mal, dieser Junge, mashallah, lumbarik, ja, ist so. Vielleicht sprichst du ihn mal an, ohne dass du sagst, dass ich es war, ja, aber, und, also kannst du ja indirekt, ja, wie wär's, willst du eigentlich nicht heiraten? Also kommt der andere, ja, ja der Freund, Onkel, lau allem, wer, sag mal, hast du nicht Lust zu heiraten? Ja, natürlich, wer denn nicht, ja, ja, da guck, hast du nicht gehört, da gibt es die Tochter von XY, yani, Rasul sallallahu alaihi wasallam wusste, Ali will um die Hand von Fatima halt. Er hat es ihm nicht angeboten vorher, aber als er da war, wusste er, was los ist. Also hat er es ihm leicht gemacht. So ging Ali radiallahu an mit diesem, wie? Hanisch. So. Hanisch, habe ich, ja? Nee, das war jetzt. Das war pelzig oder wer sagt Hanisch? Ich weiß gar nicht, ne? Ja. Auf jeden Fall, er ist dann zu wem? Zu Uthman radiallahu an. Uthman, ja. Mashallah, Allahumma barik. Und hat ihm gesagt, ja, Uthman, kannst du das abkaufen? Er hat gesagt, natürlich, kaufe ich gerne ab. Hat ihm das Geld gegeben, dann sagt Uthman, Sekunde mal, guck mal, du brauchst dieses Ding, oder? Also dieses Hanisch. Ja, ich schenke es dir und das Geld kannst du behalten. Also ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ganz fröhlich, ja, und hat eben diese Brautgabe gegeben.